أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأتي بغيره أتبسن الإسلام Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist unser Vorbild in jeder Angelegenheit. Allah hat ihn als Barmherzigkeit für alle Geschöpfe, für Al-Alamin, entsandt. Egal, ob diese Muslime sind oder nicht, jedes Geschöpf. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam möchte uns nur das Beste. Er möchte für uns, für die Muslime und für die Nicht-Muslime, nur das Beste. Er möchte, dass wir ins Paradies kommen. Dass es uns in dieser Welt gut geht. Und wir am Tage der Auferstehung vor der Strafe bewahrt werden. Und deshalb gab er uns viele, viele Ratschläge. Viele Empfehlungen. Wenn wir uns danach halten, dann werden wir glücklich werden. In Dunya und in Akhir. Einer dieser Ratschläge ist folgender Hadith. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nutze fünf, bevor fünf eintreten. Nutze fünf Gelegenheiten, bevor fünf Hindernisse kommen. Deine Jugend, bevor du alt wirst. Deine Gesundheit, bevor du krank wirst. Deinen Reichtum, bevor du arm wirst. Deine freie Zeit, bevor du beschäftigt sein wirst. Und dein Leben, bevor du stirbst. Kurze Worte und so viele Weisheiten dahinter. Einige werden wir heute, inshallah, behandeln. Nutze deine Jugend. Die Jugend, wenn du noch jung bist, bist du voller Energie, voller Kraft. Du kannst so viel Gottesdienst machen. Bevor ein Tag kommt, an dem du körperlich nicht mehr dazu in der Lage sein wirst. Du möchtest gerne, aber hast Schmerzen. Zu einem Gelehrten, zu Sheikh Abu Ishaq al-Hawaini, kam ein älterer Mann und weinte. Der Sheikh hat gesagt, ich habe mich geschämt. Dieser Mann ist so alt wie mein Vater und weinte wie ein Kind, ganz bitter. Und er hat versucht, ihn zu beruhigen. Und dann fragt er ihn, was ist mit dir, mein Vater? Mein lieber Vater, was ist mit dir? Wisst ihr, welche Antwort er gibt? Er sagt, ich bin alt geworden. Meine Knie tun weh. Ich kann kein Sujud mehr machen. Ich kann meine Stirn nicht mehr auf den Boden legen. Deshalb weint er. Er sagt, den Genuss, die Stirn auf den Boden zu legen, den vermisse ich. Es ist nicht das Gleiche. So einen Genuss habe ich nie wieder erfahren. Auf einem Stuhl zu sitzen und zu beten, ist niemals dasselbe, als wenn du deine Stirn demütig vor Allah niederlässt. Deshalb weinte dieser Mann. Er möchte und kann nicht. Frag diejenigen,
die chronisch krank sind, die schlimme Krankheiten haben. Frag diejenigen, die auf andere angewiesen sind, dass sie die füttern müssen, auf Toilette bringen. Frag sie. Nutze deine Jugend, bevor du alt wirst. Und nutze deine Gesundheit, bevor du krank wirst. Jeder von uns, so hat es Allah bestimmt, wird in dieser Dunya krank. Das ist nicht Jannah. Diese Welt ist nicht Jannah, ist nicht das Paradies. Ort der Prüfung, Ort des Kummers und der Sorgen. Im Gegensatz zu Jannah, Paradies, weder Kummer, noch Sorgen, noch Krankheit, noch irgendwelche Last, Bedrängnis, Schwierigkeiten, Trauer. Das alles gibt es nicht in Jannah, aber in Dunya ja. Nutz deinen Reichtum. Nutz deinen Reichtum, bevor du arm wirst. Dir wird es nicht immer gut gehen. Du wirst nicht immer reich sein. In Jannah ja, hier nicht. Wenn du dein Geld, was Allah dir gegeben hat, nicht für dich, für deine Familie, für die Moschee, für deine Brüder im Islam auf der ganzen Welt, fi sabilillah, ausgibst, wofür? Wofür dann? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehörte zu den Menschen, die immer gegeben haben. Wenn jemand sie fragte, wenn jemand den Propheten um etwas bat, hat er ihm gegeben. Das wisst ihr ganz genau. Einer dieser Belege ist in Sahih al-Bukhari zu finden. Eines Tages kam eine Frau zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte ihm: Ja, Rasulallah, hier ist ein Gewand. Ich habe es mit meinen eigenen Händen für dich genäht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es angenommen, sich gefreut. Er brauchte es. Er ging nach Hause und zog es an, ein schönes Gewand. Er kam in die Moschee und saß mit den Sahaba. Da kam ein Mann und sagte: Ja, Rasulallah, kleidest du mich damit? Gibst du es mir? Und der Prophet sagte: Ja. Sofort, ja. Da saß der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, solange Allah es wollte, eine Weile. Und dann ging er nach Hause, zog es aus und ließ es diesem Sahabi zusammengefaltet bringen. Einige Sahaba gingen zu diesem Mann und haben zu ihm gesagt: Was hast du nur getan? Du weißt, dass der Prophet keine Bitte ablehnt. Du weißt, dass er es braucht. Da sagte dieser Sahabi: Wallahi, ich habe ihn nur gefragt, weil ich dieses Gewand als Leichentuch nehmen möchte. Der Überlieferer sagt, und es wurde sein Leichentuch. Dieser Sahabi ist gestorben und hat dieses Gewand als Leichentuch benutzt. Der Prophet hat alles gegeben. Und er ist unser Vorbild. Wenn du gefragt wirst und du kannst deinem Bruder helfen, so hilf ihm. Hilf deinem Bruder. Nutze deine freie Zeit, bevor eine Zeit kommen wird, in der du beschäftigt sein wirst. Du wirst zu beschäftigt sein, keine Zeit mehr haben. Frag diejenigen,
die jeden Tag 8 Stunden arbeiten müssen und mehr? Wie viel Zeit habt ihr noch für freiwillige Dinge? Die meisten werden sagen, Wallahi, wenn ich meine Pflichten erfüllen kann, noch ein bisschen mit meiner Familie verbringen kann, bin ich schon sehr glücklich. Nutz deine Zeit. Du wirst nicht immer eine freie Zeit haben. Und pass auf vor einem Wort. Dieses Wort heißt Saufa, später. Einer der Salaf sagte, hütet euch vor Saufa, vor später. Denn Saufa ist der größte Soldat von Iblis. Der größte Soldat für Iblis ist später. Dieses Wort, bete, später. Hajj, inshallah, wenn ich alt bin, später. Mach dein Kopftuch, Kopfbedeckung, später. Wenn ich Arbeit habe, wenn ich Karriere, wenn ich Kinder, wenn ich aus der Rente, wenn ich Rente habe und so weiter. Später, später, nicht jetzt. Und die meisten Leute fallen rein. Und Allah hat uns von diesen Menschen berichtet, damit wir nicht zu ihnen gehören. Und das ist, nutze dein Leben, bevor der Tod kommt. Nutze dein Leben, bevor du stirbst, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und Allah hat uns genau von diesen Menschen berichtet, die vom Tod überrascht werden. Und der Tod kommt meistens ohne zu fragen. Plötzlich. Barta. Plötzlich. Du hörst, gestorben. Subhanallah, saß gestern noch bei uns. Was ist mit ihm? Schon tot. Plötzlich. Allah sagt in Surat Al-Mu'minun, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Bis zu einem von ihnen der Tod kommt. Der Tod kommt plötzlich zu ihm. Und dann wird dieser Mensch sprechen, dieser Käfer oder der Nachlässige, der immer verspätet hat. Rabbi irji'un, ya Rabb, mein Herr, lass mich zurück. Lass mich zurück in diese Dunya. Er sagt, la'alli a'malu salihan, auf dass ich gute Taten mache, fima tarak, die ich unterlassen habe. Ich will sie nachholen. Doch Allah sagt, kalla. Keineswegs, niemals, nein, du bekommst nicht, was du dir wünschst. Es ist nur ein Wort, ein leeres Wort, das er spricht. Und hinter ihnen ist ein trennendes Hindernis bis zum Tag, an dem sie auferweckt werden. Hinter ihnen bedeutet, und vor ihm steckt noch oder kommt Al-Barzakh. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Vor ihm kommt jetzt was? Al-Barzakh. Diese Zwischenstation zwischen Dunya und Akhira, wo jetzt alle Toten sind. Alle Toten befinden sich jetzt in diesem Moment in Al-Barzakh, der Zwischenwelt. Weder Dunya noch Akhira, Barzakh, Zwischenstation. Dort bleibt er und alle anderen, und Allah sagt, إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, bis zum Tage, an dem sie auferweckt werden, im Tafsir, werden sie bestraft.
Von dem Tag an, an dem er begraben wurde, bis Yom HaQiyamah, wird er bestraft. Und danach kommt die richtige Strafe. Yom HaQiyamah, Jahannam, wa bi'sa al-masir. Wenn du nicht aufpasst, gehöre nicht zu den Verlierern. Gehöre nicht zu denjenigen, die überrascht werden, sondern bereite dich vor. Alhamdulillah, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Der Winter war für die Salaf eine Gelegenheit, auf die sie sich gefreut haben. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu sagte: Willkommen sei der Winter. In ihm steigt der Segen herab. Die Nächte sind lang für Qiyam al-Layl. Und die Tage sind kurz für Fasten. Wer lange beten möchte, hat diesen Winter. Du kannst sehr lange beten. Und wer fasten möchte, freiwillig, der soll diese Chance ergreifen. Und vor allem diejenigen, die noch Schulden bei Allah haben vom Ramadan, nutzt diese Gelegenheit. Stellt euch mal vor, dass es Leute gab, sagen wir mal 100 Jahre. Vor 100 Jahren gab es Leute, Muslime, die haben Koran gehört, die haben Hadithe gehört, Ermahnungen, doch heute leben sie nicht mehr. Wir werden bald auch diese Leute sein. Wer von Ihnen damals der Rechtleitung des Koran gefolgt ist und dem Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der freut sich jetzt in diesem Moment. Und wer sich abgewendet hat und gesagt hat später, der bereut es. Der bereut es in diesem Moment. Damit wir nicht diesen selben Fehler machen, den viele Völker vor uns und heute und später auch tun werden, sagt Allah: Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. O ihr, die ihr glaubt, die ihr Iman habt, nicht ablenken soll euch euer Besitz und eure Kinder vom Gedenken Allahs. Lasst euch nicht ablenken, weder euer Geld, nach dem ihr strebt, ich gehe arbeiten, ich mache Geschäfte, das darf euch nicht ablenken, auch nicht eure Kinder. Es wurde gesagt im Tafsir, Ad-Dahhak sagt das, wie Imam Qurtubi berichtet: Gedenken Allahs, damit ist Hajj gemeint. Lasst euch nicht vom Hajj ablenken. Oder Zakat. Gib deine Zakat. Sag nicht, meine Kinder brauchen es, ich gebe es lieber nicht. Es wurde gesagt, damit ist Koran lesen gemeint. Du willst gerade lesen und dein Kind kommt. Papa, ich möchte spielen. Legst du zusammen und gehst mit ihm spielen. Dann sagt Allah: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ. Und wer das tut, das heißt sich ablenken lässt, das sind die Verlierer. Das sind die richtigen Verlierer.
Und dann sagt Allah, وَأَنْفِقُوا und spendet. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ spendet von dem, was wir euch gegeben haben. Allah hat dir das gegeben. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ bevor der Tod zu einem von euch kommt. Und dann wird dieser Mensch sprechen, Rabbi, o mein Herr. Er sagt, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, fa'assaddaqa wa kum min as-salihin. Ja, Rabbi, würdest du mir doch nur eine längere Frist geben? Ja, Rabbi, etwas mehr Zeit. Lass mich ein bisschen zurück. Ein anderer soll sterben. Ich noch nicht. Lass mich. Achilni. Was verspricht er? Dann werde ich spenden. Viel spenden. Und zu den Rechtschaffenen gehören. Nur beten und fasten und das Gute tun. Doch Allah sagt, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah wird niemandem, keiner Seele, eine Frist geben, wenn ihre Zeit gekommen ist. Und Allah weiß ganz genau, was ihr tut. Allah weiß, was du getan hättest, wärst du wieder auf der Welt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich habe noch nie etwas wie das Höllenfeuer gesehen. Während die Fliehenden vor dem Höllenfeuer schlafen. Und ich habe noch nie etwas wie das Paradies gesehen. Während diejenigen, die nach dem Paradies streben, schlafen. Das ist unsere Situation. Anstatt wegzulaufen, wenn es brennt, legen wir uns schlafen. Jahannam existiert jetzt. In diesem Moment brennt Jahannam. Und wir schlafen, als ob es nichts gäbe. Wenn ein Haus brennt, gehst du schlafen? Und das Paradies existiert in diesem Moment. Anstatt dass wir danach streben, legen wir uns schlafen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam an einem Grab vorbei. Der Hadith ist sahih, wie Sheikh Albani es klassifiziert hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam mit Sahaba an einem Grab vorbei. Und dieses Grab, der Verstorbene war noch nicht lange begraben worden. Ist noch nicht lange tot. Da zeigte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf dieses Grab und sagte, zwei Raka, Freiwillige, die einer von euch gering schätzt und für leichtfertig hält, sind für diese Person, wenn er sie seinen Taten hinzufügen könnte, mehr wert und lieber als das ganze Dunya, eure Dunya und alles, was drin ist, als eure restliche Dunya. Das bedeutet, würde man diesen Menschen fragen, würde Allah ihm die Möglichkeit geben und ihn fragen, du hast eine Auswahl, du darfst auf diese Dunya zurück und alles haben auf der Welt, was es gibt. Du darfst ein König sein und so lange leben bis Yawm al-Qiyamah. Oder zwei Raka'a und du gehst wieder zurück ins Grab. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er wird gewiss die zwei Raka'a wählen. Könnte er diese zwei Raka'a seinen Taten in seinem Buch verzeichnen? Er würde genau nur das wählen. Wisst ihr warum?
Er hat den Tod gesehen. Er hat Jahannam, wurde ihm im Grab gezeigt. Er hat Schmerzen gespürt. Nie wieder will er das haben. Doch Allah gibt niemandem diese Wahl. Wer stirbt, dessen Auferstehung hat begonnen. Und der Tod kann jeden Moment kommen. Deshalb, solange dein Buch geöffnet ist, fülle es. Fülle es mit Gutem, bevor der Tag kommt, an dem es geschlossen ist. An dem es geschlossen ist und keine guten Taten mehr kommen, außer Sadaqa, Jariya, laufende Spende, Wissen, von dem die Menschen profitieren, oder ein rechtschaffenes Kind, das für dich Bittgebete spricht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen ein gutes Ende geben. Möge Allah uns als Muslime leben und sterben lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden sein, unsere Sünden vergeben. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi, wa aqim as-salat. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب إن ناصر المختار في تبلغه فجزاه الرحمن خير ثواب ما بال أهل الغيب طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب سبوا خيار الخلق من لهم العلا ولهم مقام في ذرى الأحساب من قبل صرح أعوج عن حقده في سب شيخ متق أواب لا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتاب واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كذاب.